Liebe und die Gerechtigkeit Gottes. Johannes Kapitel 3, Vers 16, Übersetzung Schlachter 2000. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In einem Buch über systematische Theologie las ich folgende Frage: Welches war die letztliche Ursache, die dazu führte, dass Christus auf die Erde kam und für unsere Sünden starb? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir über das Wesen Gottes nachdenken. Die Antwort steckt schon im Titel dieser Kurzpredigt: Die Liebe und die Gerechtigkeit. Aber das konnte nicht im Handumdrehen geschehen. Aufgrund der Liebe und Gerechtigkeit des ewigen Gottes kam es zu einem Willensakt der Versöhnung bei Gott. Ein mit Gott unversöhnter Mensch, selbst wenn er sich gläubig an Gott nennt, kann keine Beziehung und Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben. Es geht also nicht um eine hohle Religiosität oder um Kirchengläubigkeit. Die Versöhnung kommt weder durch moralische Anstrengungen, noch durch Gesetzlichkeit oder durch Mitgliedschaften in einer Kirche oder indem Gott einfach ein Auge zudrückt, sondern allein durch das, was der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 3, Verse 25 und 26 geschrieben hat. Da heißt es: Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Und warum geschah es genau so? Das haben wir im zitierten Text gelesen. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Darum geht es. Die Vergebung der Sünden geschah also nicht nur, damit ein gläubiger Mensch seine Sünden vergeben bekommt, sondern auch, damit Gott gerecht ist und gerecht bleibt. Ein ungerechter Gott wäre ein Widerspruch in sich selbst. Im Alten Testament wurden auch Sünden vergeben, aber sie wurden nicht bezahlt. Es wurden Tiere geopfert und Blut ist geflossen, aber das hat die Schuld nicht weggenommen und bezahlt, sondern nur temporär, für eine bestimmte Zeit die Sünden zugedeckt. Diese Opferungen mussten immer wieder in strenger Abfolge und in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Das hat weder Gott noch den Menschen wirklich gedient und geholfen, sondern nur, bis die Zeit erfüllt war, etwas vorbereitet und vorgeschattet, was noch kommen sollte, um dann tatsächlich die Seele und das Gewissen zu reinigen und zum Frieden zu bringen. In Hebräer Kapitel 9, Verse 11 bis 14 steht: Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Es geht um unsere Seele und nicht um unser Fleisch. Entsprechend heißt es ja auch in 1. Korinther 15, 50: Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Unsere Seele ist unsterblich, unser Fleisch nicht. Und wer wird nun gerechtfertigt? Wie gelesen, der aus dem Glauben an Jesus ist. Beides ist in gleicher Weise bedeutsam gewesen, um dies zu ermöglichen.
nämlich die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes. War Gott dazu moralisch verpflichtet? In keinster Weise war er das. In 2. Petrus 2, 4 bis 9 steht, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er die künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ein Ungerechter ist ein Ungläubiger oder wohl auch ein Gläubiger im allgemeinen Sinne, aber ohne Verbindung zum Erlöser Jesus Christus, also ohne Neugeburt, ohne Heiligen Geist und ohne Heilsgewissheit. So jemand kann kein Freund Gottes sein oder werden, sondern der gerechte Zorn Gottes bleibt auf ihm und er kommt ins Gericht. In Hebräer Kapitel 2, Verse 16 bis 18 steht: Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Hierzu schreibt William MacDonald in seinem Bibelkommentar: Indem unser Herr auf diese Welt kam, hat er sich nicht der Engel angenommen, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Ist eine Übersetzung von epilambano, also ergreifen. Während das Verb hier nicht die Vorstellung eines gewaltsamen Ergreifens beinhaltet, wie das an anderen Stellen der Fall ist, so enthält es doch die Vorstellung von Hilfe und Befreiung. Nachkommenschaft Abrahams kann sich auf Abrahams leibliche Nachkommen beziehen, nämlich die Juden, aber auch auf seine geistlichen Nachkommen, die Gläubigen jedes Zeitalters. Wichtig ist hier, dass es sich um Menschen handelt, nicht um Engelwesen. Weil das so ist, war es notwendig, dass er in allem den Brüdern gleich werden musste. Er wurde voll und ganz Mensch. Er wurde menschlichen Bedürfnissen, Gedanken und Gefühlen unterworfen, mit einer Ausnahme. Er war ohne Sünde. Seine Menschlichkeit war das Ideal, während unsere von einem fremden Element verunstaltet ist, nämlich von der Sünde. Seine vollkommene Menschlichkeit macht ihn fähig, barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sein. Er kann barmherzig zu den Menschen und gleichzeitig Gott treu sein. Seine Hauptaufgabe als hoher Priester ist es, die Sünden des Volkes zu sühnen. Um das zu erreichen, tat er, was kein anderer hoher Priester je tun konnte. Er brachte sich selbst als sündloses Opfer dar. Er starb bereitwillig an unserer Statt. Soweit. Der absolute Schwerpunkt der Erlösung durch Gottes Sohn Jesus Christus liegt nicht auf dem Menschen. Das mag uns auf den ersten Blick merkwürdig vorkommen, weil es doch letztlich darauf ankommt, dass der Mensch, dass ich, erlöst werde. Aber ohne die Liebe und den Wunsch nach Gerechtigkeit des himmlischen Vaters wäre eine Erlösung gar nicht greifbar und erfahrbar. Es ist die eine Sache, dass Gottes Sohn Jesus Christus durch seinen Gehorsam das Sühneopfer für unsere Sünden freiwillig geworden ist. Und es ist eine andere Sache, ob es auch auf mich angewendet werden kann. Das Opfer Christi ist für alle Menschen, die je gelebt haben und noch leben werden, ausreichend. Aber allein durch den Glauben wird meine Errettung auch gewährleistet und vollendet. Verstanden haben das die Jünger damals auch nicht sofort.
Nach der Auferstehung ging Jesus zunächst unerkannterweise mit den sogenannten Emmaus-Jüngern eine Wegstrecke und musste ihnen erklären, was geschehen ist und was es zu bedeuten hatte. Irgendwann kam er dann auf den Punkt, in Lukas 24, 25 bis 26 steht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ja, das musste er, weil er es wollte, damit auch wir heute Frieden, Vergebung, Erlösung und Annahme erfahren dürfen zur Ehre Gottes. Amen. Thank you.